Wir müssen dringend die Frage klären, ob Mundschutz ungesund ist für die Haut. Die Antwort ist ganz klar nein. Sonst müssten Zahnärzte, Chirurgen, Anästhesisten und die Pflege, die ja stundenlang ihren Mundschutz anhaben, am Tag Hautentzündungen um den Mund haben. Haben sie aber nicht. Eine gesunde Haut kommt damit super klar. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich habe aber dolle Entzündungen, es juckt, es ist picklig und rot, dann bedenkt, wahrscheinlich habt ihr eine zugrunde liegende Hauterkrankung, die durch diese etwas mehr gestaute Feuchtigkeit nun verschlechtert ist. Das bedeutet, ab zum Hautarzt und was könnt ihr schon mal selber machen? Null Diät für die Haut, weniger ist mehr bei der Pflege. Also nur mit warmem Wasser und Handtuch reinigen, keine Cremes mehr auftragen, nicht desinfizieren und am besten mal einen Versuch starten mit Mineralpuder, den ihr morgens und abends auftragt, damit die Haut eine Chance hat, abzutrocknen. Das kann auch eine Weile schuppen und eine Weile dauern. Und wie gesagt, wenn alles nichts hilft, sind wir Hautärzte für euch da. Mundschutz dürft ihr weitertragen.